würde gerne ein neues Video beginnen an dieser Stelle. Gestern sind wir mit Sophie nach Tschechien gekommen. Meine Mama hat uns abgeholt in Wien, also sehr nett von ihr. Und wir werden jetzt bis zu Weihnachten hier bleiben und gleich am 25. fahren wir dann wieder zurück nach Wien, weil wir am 26. dann den Geburtstag unserer Sophie feiern werden. Ja, und Dennis ist noch in Wien geblieben, weil er noch einige Arbeiten hat. Aber er wird auch natürlich dazu stoßen, damit er mit uns am 24. feiern kann. Heute haben wir Hausschuhe für Sophie gekauft. Ganz tolle. Und ich muss euch sagen, das war ein Hammerpreis. Also es wurde schon zweimal verbilligt. Also wir haben 74 Krone bezahlt. Also das sind so 2-3 Euro. Ganz toll, oder? Und die Schuhe sind gar nicht so schlecht. So sehen sie aus. Also ich finde sie ganz niedlich. Und um den Preis kaufe ich es nicht. Wir haben uns jetzt den Weihnachtsbaum geholt. Sophinko, was haben wir denn gebracht? Den Christbaum stehen und den werden wir noch beschmücken. Ja. Und wohin gehen wir, Sophie? Raus, hm? In die Stadt? Ja. Hey, du Babitschka.
Jak vysává mamka? Víď? Takhle jak ty, no. Hallo, schönen Tag, es ist Mittwoch und ich habe euch nicht viel erzählt, aber ihr habt einige Aufnahmen sehen können. Wir haben gestern ganz viel unternommen, wir haben den Christbaum geholt, dann sind wir in die Stadt gefahren, haben im Restaurant gegessen. Und zwar mit Sophie. Und das war ganz toll. Sie war wirklich tüchtig, ist die ganze Zeit dabei gesessen, hat einfach Leute beobachtet, auch etwas mitgegessen. Und ja, es war wirklich toll, nach einiger Zeit wieder etwas für sich zu unternehmen, also in ein Restaurant zu gehen. Und ja, das war etwas ganz Angenehmes. Danach haben wir uns die Stadt auch ein bisschen angeschaut, weil die Weihnachtsdeko dort auch sehr schön ist. Ja, ein wunderschöner Tag. Dieser Tag aber wurde nicht so gut beendet, weil Sophie dann in der Nacht Fieber bekommen hat und daher haben wir nicht gut geschlafen, auch nicht Sophie, auch nicht ich natürlich. Also das tut mir sehr leid und ich hoffe, sie wird fit, damit sie auch diese Weihnachtszeit genießen kann. Und natürlich wird sie dann auch Geburtstag feiern nach Weihnachten. Also ich hoffe, dass sie dann fit ist, dass es nur halt eine Nachtfieber war und fertig. Ja, jetzt wird schon fast Mittagszeit und Sophie ist da eingeschlafen. Ja, es geht ihr besser. Also das freut mich sehr. Ich bin fix und fertig. Ich bin sehr müde. Irgendwie konnte ich jetzt nicht einschlafen mit ihr, weil für mich einfach der Tag angefangen hat. Also hoffe ich, dass die Nacht, die folgende Nacht besser wird, damit ich ein bisschen den Schlaf auch nachholen kann. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich auch ein bisschen etwas backen kann, backen werde. Ja, und Mamas Leben ist so, dass man halt einen fertigen Teig kauft, den dann ausrollt und in den Ofen schiebt. Also das werde ich so machen. Das ist nicht immer so, aber dieses Mal habe ich es so gemacht. Ich habe so mit einem Teig schon eine gute Erfahrung gemacht. Ist günstig, lecker und man hat nicht die Arbeit damit. Also einfach ausrollen, ausstechen, backen, dann ein bisschen Marmelade drauf, zusammenkleben und los geht's. Wünsche ich euch. Wir hatten heute Besuch wieder von meiner Freundin und ihrem Mann. Und ja, es ist Donnerstag, ein Tag vor dem Weihnachtstag. Und mein Mann ist gerade auf dem Weg zu uns. Es ist schon Abend, aber ich freue mich riesig. Ich glaube, die Sophie spürt es auch irgendwie, dass er kommt. Also wir freuen uns sehr auf ihn. Ja, und was hast du bekommen? So ein Motorrad hat Sophie bekommen von der Großmutter. Komm her. Stimmt. Ja, genau. Anna. Ja. Und was ich auch erwähnen wollte, Sophie geht es viel besser. Also das freut uns. Sie hatte tatsächlich nur einen Tag. Sie will das eigentlich. Nur eine Nachtfieber und ein bisschen schnuppern. Aber jetzt ist sie wieder fit und munter. Das ist toll. Das ist toll.
Du bist so schnell. Ja, und ich habe mir auch mal Freude gemacht. Ich habe mir heute mal wieder die Nägel lackiert. Oh. Und Sophie liebt die Farbe natürlich. Ja, ist was anderes, hm, Sophie. Stimmt. Schönen Tag. Es ist heute Weihnachten. Ja! Wir sind mal schon aufgestanden. Janice hilft gerade meiner Mama beim Etwas. Und ich und Sophie, wir warten auf sie. Und dann werden wir zum Mittagessen unsere Freundin Teresa besuchen. Ja? Bei ihr essen. Geschenke uns geben. Und dann nach Hause. Und dann hier Weihnachten feiern. Usch. Sophie? Veď by si sfoukala.
Bravo! Na tebe čeká. Není tam náhodou pejsek, jakože jsi vnučka pana veterináře? Není to náhodou krásný pejsek v přepravce? Jakožto vnučka veterináře? Hof, hof, hof. Es ist Abend. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen konnte durch diese Woche in Tschechien und durch den Weihnachtstag. Und ja, wir werden uns jetzt vielleicht noch mal einen Film anschauen. Auf jeden Fall war es wieder ein sehr schönes Weihnachtsfest für uns mit der Familie. Und ich möchte mich aber auch an dieser Stelle von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr mir da ein Abo lässt, einen Daumen hoch, werde ich mich sehr freuen. Und auch, wenn ihr mir Otto Bonjuknicki auf Instagram folgen werdet. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss und Baba.